gecovert, aber Christian Stani und seine Band Alle Achtung sind die, die es erfunden haben. Der hartnäckige Ohrwurm ist ein Partyhit. Kein Wunder, dass viele mit dem Ruhm mitschwimmen wollen. Coverversionen stören den Frontmann aus Graz jedoch nicht. Ich will nur, dass du tanzt, du Also es gibt natürlich Versionen, die mir persönlich besser gefallen und andere nicht so. Leuten gefällt der Song und wenn sie das in der Version lieber hören, dann ja, soll jetzt nichts Schlimmeres passieren, als dass er im Bierzelt stattfindet, der Song. Irgendwann war uns klar, dass der Song, dass man kann, den nicht mehr halten können, sozusagen. Also dass der einfach jeden kehrt irgendwo. Was ist nach Marie? Welche kommt als nächstes dran? Die ganz, ganz neue an seiner Seite, das Album Liebe und Krawall. Wir haben das im Imperial in Wien geshootet und ich glaube, die renovieren noch immer dort. Ja, wo viel Liebe ist, da ist viel Krawall. Also wir sind ja als Band, also die Liebe steht bei uns immer drüber, aber natürlich wie eine Familie. Eine Band ist immer ein bisschen eine Familie und da gibt es auch immer wieder Krawall. Beim Live sind wir schon eine Rockband natürlich. Also wir geben schon ziemlich Gas und das wollten wir da in dem Titel noch ein bisschen festhalten. Von Graz nach Micheldorf. Für Alle Achtung-Sänger Christian war es bisher ein weißer Fleck auf der Österreich-Landkarte. Ja, es ist mehr peinlich. Ja, genau. Also es ist eine Riesenehre und wir sind jetzt ein paar Stunden da und ich habe mich jetzt schon verliebt in den Ort und in die Menschen. Und das ist eben das Schöne an dem Beruf, dass man so viele Orte kennenlernt, die man so vielleicht jetzt gar nicht kennenlernen würde. Wir sind doch mit 6.000 Einwohnern jetzt nicht irgendeine Stadt oder ein wie Graz oder Linz oder Wien, wo er normalerweise auftritt in so größeren Städten oder Gemeinden. Freut es uns natürlich ganz besonders, dass er jetzt nach Micheldorf kommt. Am 7. September wird das seine Bühne sein. Alle Achtung spielen beim Kremsmauer Festival. Josh am 5. September, Ina Regen am Tag darauf und am Donnerstag Legends of Rock. Wir haben gesagt, wir wollen dieses Festival ja öfters machen, also alle Jahre wiederkehren sozusagen. Und für das erste Festival wollten wir unbedingt wirklich ein gescheites Line-up haben. Die Bühne im Freizeitpark Micheldorf kennen die heimischen Stars bereits. Die Comedy-Hirten Gernot Kulis und viele mehr gingen hier ein und aus. Von der Musik her Wolfgang Ambros, Peter Cornelius und ganz besonders hat es uns gefreut, dass im 2009 Bilderbuch bei uns einen Bandwettbewerb gewonnen haben, als ganz junge Band und da quasi auch die Karriere mehr oder weniger gestartet haben. Ja. 4 Tage im September ist die Kremsmauer Bergkulisse Schauplatz des Festivals.